www.express.de, lokale Musikszene, ich bin der Damian. An der Theke steht direkt der René Schütz, der Gitarrist von Deads on Halo. Moje. Wie geht's? Geht gut, freuen uns. Ich hoffe, kommen noch ein paar Leute. Ja, wenige Minuten zum Konzert. Also aufgeregt bist du nicht? Na, ich mache das schon ein paar Tage. Also, und wenn es jetzt irgendwie keine riesen Bühne oder kein Wacken ist, dann geht's mit der Aufregung. Wie lange machst du schon Musik? Schon etliche Jahre, ne? Also wenn ich das alles zusammenzähle, mit allem, was ich jetzt so getan habe, sind 30 Jahre, ja. Habt ihr was Besonderes für heute Abend vorbereitet, oder? Es war sehr kurzfristig, insofern unser Set, unser Programm. Also wir haben einen Song, der jetzt neu ist, der vielleicht ein bisschen aus dem Rahmen fällt, der eher ein bisschen rockiger ist. Gucken, wie er ankommt, mal schauen. Also er ist nicht ganz so knüppelhart wie die anderen Sachen, aber ich denke mal, den Leuten wird es gefallen. Ansonsten stark ins Gesicht quasi. Stark ins Gesicht. Ja, wir freuen uns. Bis später. Vielen Dank. Ciao. Wie geht's euch jetzt so nach dem Gig? Erleichtert? Erleichtert würde ich nicht sagen. Ich freue mich drauf. Also ich freue mich drauf. Wenn es gut läuft, freue ich mich noch mehr und danach trinke ich Bier. Also ich würde sagen, ich bin froh. Ja. Es ist gut gelaufen, wir sind zufrieden mit dem Auftritt. Es passt alles. Kondition, machst du was für oder einfach nur mal so? Ich müsste mal was für Kondition tun, aber es bleibt bei mehrmals wöchentlich Schlagzeug spielen, fürchte ich. Ist ja Konditionstraining genug, oder? Es geht. Die Jungs, die holen schon ziemlich viel aus meiner Könnenkiste heraus, muss ich sagen. Das ist eher so das obere Limit von dem, was ich spielen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jeder neue Song bringt meistens eine neue Herausforderung. Das ist ziemlich geil mit den Jungs. Ja, Schlagzeuger hat Probleme mit Gitarren oder sind eure Riffs so schnell? Also die Riffs sind schon grandios, würde ich schon sagen. Also der René hat echt coole Sachen geschrieben von den Riffs her. Und ich bin jetzt auch den zweiten Auftritt erst dabei. Und für mich war das schon eine Herausforderung, alles zu lernen und zu üben und so. Also es hat mich schon an diverse Grenzen gebracht. Aber man lernt ja mit seinen Aufgaben dazu und es ist auf jeden Fall eine coole Angelegenheit geworden. An der Stelle kann man echt sagen, er hat das ganze Set innerhalb von einem Monat gelernt und ich bin echt begeistert. Also irgendwo ein USB-Stick, oder? Nein, also der Ex-Gitarrist, der hat sich schon Zeit dafür genommen. Der hat gesagt, ja, komm zwar mal die Woche vorbei. Da habe ich jeden Riff einzeln gelernt, auch zu Hause viel geübt. Also das war schon eine Menge Arbeit auf jeden Fall. Aber es lohnt sich, das macht echt Bock mit den Jungs und mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Man kann an der Stelle noch Dankeschön an Sebastian Stöber von Eradicator sagen. Da freut er sich. Ja, richtig, richtig. Da freut er sich. So, was habt ihr heute Abend noch vor? Ich wollte mir jetzt eigentlich die Band angucken. ja, Bier trinken und nachher gehe ich noch auf die 90er-Party. Und du? Nicht mehr allzu viel. Wir gucken uns die Band jetzt noch an, trinken noch ein bisschen was zusammen und dann schauen wir mal. Kann ich mich nur anschließen. Als Schlagzeuger muss ich ja mein Equipment rumkarren, deswegen muss ich mich beim Bier ein bisschen zurückhalten, aber das heißt nicht, dass ich weniger Party mache als die da. Also du bist eigentlich so der Hepp, der das meiste zu schleppen hat, oder?
Ja, man muss halt immer als Schlagzeuger. Ja, helfen die Jungs dir mal beim Tragen? Klar helfen die mir. Also, die sind immer so, die stärken mir immer den Rücken, wenn ich weggehe und den Scheiß trage. Das ist auch sehr wichtig. Ja, die sagen zum Beispiel schon mal so: Hör mal, du Penner, mach mal hinne. Wir haben keine Zeit. Also, das hilft dir auch beim schneller Tragen. Das stimmt schon. Ja, cool. Wo kann man euch das nächste Mal sehen? Also wir bringen jetzt eine EP raus, die muss aber erstmal gepresst werden, dann überlegen wir eine Release-Show und ich denke mal aber auch irgendwo im Raum Siegen wieder. Das ja cool, wir würden uns freuen. Ja Jungs, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt und genießt den Abend. Danke sehr. Danke. Tschüss. Wir haben das Glück, heute Abend absolut unbeschreiblich den Moderatoren von Rock You FM bei uns zu haben, der Richie. Wie geht's dir denn heute Abend? Servus und hallo und herzlich willkommen auch an die ganzen Zuschauer und Zuhörer, die jetzt mit dabei sind. Ich bin der Richard von rockyou.fm, bin da Moderator seit 2013. Und was ein purer Zufall, dass ich die Jungs hier heute getroffen habe. Echt, die berichten hier scheinbar über die lokale Szene im Siegerland, über die Musikszene, finde ich total affengeil. Frag mich, was du willst, ne? Was hast du heute gegessen? Selbstgemachte Suppe. Gutex übernommen, drei coole Bands heute Abend hier, nebenbei am Zapfen. Wie geht's dir denn? Super geht's mir. Guter Abend, gute Leute. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Das erste Mal hier mit eurem Kamerateam. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Also kann es nur weiterempfehlen für jeden, der noch hier war. Ne? Also, unterm Strich, bist du zufrieden mit dem Abend? Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Könnten natürlich wie immer mehr Leute sein. Manchmal ist halt, es steckt halt da drin. Ne? Es gibt halt Abende, wo halt alles gut ist. Und ich hoffe einfach, dass das über die nächsten Jahre mit ein bisschen mehr Werbung mit euch als Kooperationspartner, dass wir da einfach noch ein bisschen mehr die Szene gepusht kriegen. Vortex ist halt einfach das richtige Live-Konzert-Feeling. Vorne vor der Bühne zu stehen, sich die Ohren mal richtig schön durchpusten zu lassen, das ist halt Feeling. Richtig cool. In kleinen Rahmen, ja, direkt ganz nah bei den Bands. Und was am wichtigsten ist, lokal. Ja, lokal. Auf jeden Fall lokal. Siegen. Alles, was Siegen hergibt, wir versuchen mit jeder Band, die hier aus Siegen und Umkreis kommt, was zu machen. Auch den Tipp für jeden, der das sieht und hört, wenn du in der Band spielst, bewerb dich hier, sieh zu, krieg deinen Arsch aus der Hose, mach irgendwas für deine Szene. Danke fürs Interview. Danke dir. Ciao. Ich sitze jetzt hier am Frühstückstisch bei Steora im Backstage-Bereich mit den Jungs zusammen. Die sind gerade frisch von der Bühne runtergekommen und erholen sich beim Kaffee und Tee. Zigarette, Bier gehört dazu. Christian als Drummer ausgepowert oder
könntest du nochmal einen Gig spielen? Ich bin überraschend fit. Doch. Also, ich hatte so ein bisschen Bedenken. Erstes Konzert vom Album-Release. Und wir haben geprobt wie die Säcke. Und ich bin sehr überrascht, wie gut das geklappt hat. Doch. Weil die Songs sind kein Kindergeburtstag. Das ist kein 0815 Thrash Metal. Das ist Jazz Metal. Und da sind viele vertrackte Rhythmen, viele vertrackte Harmonien drin. Und wir haben alles gegeben. Und Raoul seit 3 Wochen dabei, hat alles gegeben. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ja. Sehr, sehr zufrieden. 3 Wochen, die ganzen Lieder gelernt. Wie hat es funktioniert? Ich habe gerade Semesterferien und ich war erkältet. Das heißt, ich saß zu Hause und ich hatte nicht viel anderes zu tun, also von der Bärchen. Ich bin bis vor kurzem noch eher so ein Steora-Fanboy gewesen. Deswegen ist es mir eine sehr große Ehre, mit euch hier zocken zu können. Und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ja. Nico, wie geht's dir nach dem Gig heute hier in Siegen, in Vodex? Mir geht's sehr gut. Ich bin unglaublich fit. Ich weiß auch nicht warum. Normalerweise bin ich nach Konzerten immer ein bisschen platt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das hat so viel Spaß gemacht, glaube ich. Und dadurch ist dementsprechend Adrenalin in meinem Körper noch. Und ich bin noch auf jeden Fall, also ich bin gar nicht ausgepowert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Konzert. Ich habe eben gedacht, wo du meintest, wir sind von der Bühne runtergekommen. Ich wollte irgendein Wortspiel machen mit von wegen runtergekommen aussehen. Ich habe heute Nacht nur 4 Stunden geschlafen und bin ehrlich gesagt schon ein bisschen kaputt. Aber in Siegen spielen ist insofern für mich immer ganz cool. Ich bin hier aufgewachsen, aber ich wohne seit 12 Jahren im Rheinland. Es waren alte Schulfreunde hier, es waren Freunde der Band da, Bekannte, die man irgendwann irgendwo mitgenommen hat. Und das habe ich eigentlich nur bei uns in Bonn oder in Siegen so. Und wir haben 4 Jahre lang jetzt nicht in Siegen gespielt, nur ja gut, zwischendurch mal in Kreuztal oder so. Insofern ist das schon immer was Besonderes. Ne? Also man trifft einen Haufen Freunde wieder. Das hat man nicht in jeder Stadt. Ne? Wenn wir in anderen Orten spielen außerhalb, dann spielt man halt irgendwo und kennt niemanden. Insofern ist so ein bisschen nach Hause kommen. Ne? Insofern, das ist schon, fühlt sich einfach gut an. Auch wenn man ein bisschen kaputt ist, aber das ist dann egal. Ne? Ich kann morgen ausschlafen, das ist dann wurscht. Wie geht's jetzt weiter? Mit Steora, neue Platte, neue Ideen. Wir haben jetzt für das neue Album gerade bei Bret Hart Records aus Köln gesigned. Was für uns ein recht guter Schritt nach vorne ist, denn wir ein bisschen mehr Promo machen können. So. Das ist halt schon mal eine Sache, die momentan für uns halt relativ steil geht. Auch was wir momentan jetzt mit den Album-Previews, die wir gepostet hatten auf Facebook oder jetzt auf Soundcloud seit heute Morgen und so, was wir an Reaktionen bekommen, ist ehrlich gesagt überwältigend. Es gibt dann schon so einen gewissen Schub. Wir haben an dem Album wirklich lange gearbeitet und das war halt echt eine extrem langwierige Geschichte, weil die Studioaufenthalte dadurch unterbrochen wurden, dass ein Elternteil von mir schwer krank geworden ist und den ganzen Sommer komplett aussitzen musste, zum Zeitpunkt, als ich eigentlich den Gesang aufnehmen sollte. Also dass wir eigentlich erst im Herbst wieder richtig anfangen konnten, das Ding fertig zu machen und dann jetzt wirklich mit Hochdruck das auch gemacht haben, die Proben ausgelassen haben in der Zwischenzeit, dann Album fertig, jetzt wieder angefangen zu proben. Durch die Entfernungen, unser alter Bassist kam aus dem Frankfurter Raum, Nico ist dann meistens in Brühl, ich bin dann eher in Bonn. Wir pendeln, wie Christian eben sagte, sehr viel hin und her. Und da kann man natürlich nicht ganz wie andere Bands sich mal eben abends irgendwie 2-3 Mal die Woche zum Proben treffen, dann muss man halt mehr, sag mal, vorher organisieren und da halt einfach mehr Blockproben und solche Sachen machen. Und, das hat jetzt in letzter Zeit auch wieder ganz gut funktioniert. Und wenn jetzt wieder ein bisschen Drive reinkommt, einfach jetzt wieder mehr Shows zu spielen, weil das Album jetzt da ist, ein bisschen mehr Medienpräsenz zeigen zu können, ist natürlich auch klasse. Wobei die ganze Promomaschine jetzt halt für das Album selbst jetzt erst noch anläuft. Wer weiß, was da jetzt noch kommt. Weitere Shows sind in Planung, da gibt es ja jetzt noch nichts Konkretes, außer der Show in Bonn, die ich jetzt nennen kann. Vielen Dank. Danke euch. Ich hoffe, dass wir euch nochmal demnächst wiedersehen, von euch wieder hören und dass wir euch nochmal demnächst vor die Linse bekommen. Vielen Dank.